Passiert, ich bin natürlich noch am Leben, alles super. Die Leute sind, ich habe den Leuten einen Witz erzählt, habe gesagt, Leute, ich bin Mr. Mör und dann haben die alles wieder vergessen. Ist das nicht wunderschön? Ach ja. So, ja, ich habe auch hier nichts mehr geklaut, weil ist nicht wert, da war eh nichts Geiles drin. So, Decker, hast du Arbeit für mich? Hast du Arbeit für mich? Klar, du kannst mir gleich mal ein paar Sachen besorgen. Ich brauche ein paar Heiltränke. Drei Stück sollten reichen. Hier in Kapdun ist es zwar recht ruhig in letzter Zeit, aber es ist besser, wenn wir vorbereitet sind. Ach was, Deckard ist der Proviantmeister? Oh, habe ich gerade eben erst gelesen, deswegen war ich so geistesabwesend. Interessant. Drei Heiltränke möchte ich ihm welche von mir geben, dann habe ich nur neun Stück. Aber welche jetzt zu kaufen, wäre auch blöd. Habe ich nicht hier irgendwo einen Händler, mit dem ich handeln kann? Kann ich mit Urkras handeln? Nein. Tschüss, Urkras, ich habe nichts gesagt. Irgendwie habe ich Angst vor ihm. Er ist voll der Psycho. Urkras mit Urkras ist nicht zu spaßen, Freunde. So, Bufford, kannst du irgendwas? Oh. Reden wir da mal drüber. Ich soll Urkras seine Waren zurückbringen. Wo ist das Problem? Weißt du, wo ich sie finden kann? Nein, aber es treiben sich eine ganze Menge Rebellen und Banditen in den Wäldern herum. Vielleicht gehst du einfach mal an der Küste entlang. Es muss ja irgendwo Spuren geben. Oh, okay. Also hätte ich einfach mal bei dem grünen Zeug an der Küste langlaufen sollen. In der Nähe von Adea, anstatt hier am blöden Sandstrand. Aber gut, das war auch eine Erfahrung für sich, muss ich einfach mal sagen. Was sind das für Waren? Keine Ahnung. Ich vermute der übliche Nachschub. Die komplette Küstenregion wird zurzeit durch Waren aus dem Mittelland versorgt. Okay. So, wollen wir mal was beim Kampf von ihm lernen? Nee, ich will erstmal jetzt hier meine Heiltränke sammeln. Hier, bei ihm hier, beim guten alten fetten Esil. Kann er verkauft er mir was? Ja, danke. Zeig mir deine Ware. Jo. So, und da möchten wir dann gerne erstmal diese ganzen Schrottsachen hier verkaufen. Schwerter, Knüppel des Todes. Braucht keiner. So, Dinkokolores. Lass ich mal. Die rostige Streikaxt braucht keiner. Ich könnte ja auch einfach mal Feuerpfeile benutzen. Oh! Feuerpfeile wäre natürlich auch nicht ganz schlecht. So, Schilde. Ja, die kenne ich eigentlich schon mal. Die Holzschilde braucht eh keiner. Ich habe ja. Oder was sind das eigentlich? Zerbrochene Holzschilde. Achso, die braucht echt keiner. Und ein Arsch-Amulett kann ich verkaufen. Sonst so irgendwelche Schrott, den ich loswerden möchte. Mana-Pots könnte ich immer noch loswerden, wenn ich die habe. Ach komm, das lassen wir erstmal. Das ist mir zu pragmatisch, das ganze Zeug loszuwerden. Meine schöne Kiffersache lasse ich natürlich hier. Bin ich bescheuert? Ich werde doch nicht meinen Weed verkaufen. So, Silberpokale kann ich verkaufen. Braucht eh keine Sau. Ajo, und eine Kelle. So, Kelle. Gut, dann nehmen wir uns drei Heiltränke. Alter Schwede, wie viel die kosten? Ich hab's mir anders überlegt. Ich werde ihm einfach welche von mir geben. So dringend brauche ich die nicht. Alter Schwede, das waren jetzt 750 Gold, ey. Also bitte. Ne? Das muss jetzt echt nicht sein. Gut, ansonsten. Boah, er hat 19.000 Münzen. Krass. Egal, Goldausgleich. So, gib mir deinen Scheiß 510 Gold. Und wir gehen dann mal zurück zu ihm und geben ihm dann doch was von meinen Heiltränken ab. Vielleicht gibt mir noch ein bisschen Gift rein, damit der gute alte Deckard auch Spaß dran hat. Aber ansonsten sollte das dann auch in Ordnung gehen. Meine Güte, so viel Geld will ich dir nicht geben. Hallo. Ah, danke. Das reicht erstmal. Wenn du Ausrüstung brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Jo, ich brauche Ausrüstung. Ich brauche Ausrüstung. Sieh dir an, was ich habe. So, hier können wir übrigens, bei Deckard ist der einzigste in Khabdun, bei dem wir diese. Der einzige, nicht der einzigste. Ich bin selbst dumm. Scheiße. Wir können hier seine geile Orksöldner-Rüstung kaufen. Die vergleichweise, vergleichen wir sie mit der Rebellenrüstung, die wir tragen. Können wir gerade gar nicht. Egal, wir können uns das ja mal merken. Hier haben wir auch Lederkluft und Bauernkleidung. Zeug, das keine Sau braucht. Ja, hier haben wir ganz geile Amulette, muss ich sagen. Und Ringe. Stärkering plus 5 Stärke. Auf jeden Fall nicht zu verachten. Kommen wir bestimmt auch nochmal zurück, wenn wir noch ein paar Quests abgelegt haben. Schwere Orksöldner-Rüstung. Ich muss sagen, vom Design gefallen mir die Orksöldner-Rüstung tausendmal besser. Wirklich tausendmal. Als die Rebellenrüstung. Aber wir wollen ja die Farben unseres, ne? Unseres Volkes tragen. Insofern muss ich das leider so sein lassen. Ja gut. So, wir merken uns hier 25, 25, 30. Und schauen mal einfach, wie viel unsere Rüstung hat. 25, 25, 30. Also es ist ein Äquivalent. Ganz simpel, super gut. So, die Ringe. Ein Stärkering ist natürlich jetzt nicht zu verachten, muss ich sagen. Wo habe ich denn hier mein Inventar?
ein Stärkering gegen Max Ausdauerring ist eigentlich etwas, was wir auf jeden Fall machen sollten. Ich muss jetzt auch mal gerade gucken. Also wir haben, bis jetzt erlernt haben wir, glaube ich, so gut wie gar nichts, ne? Wir haben unsere Lernpunkte eigentlich immer konsequent gespart und haben unsere Stärke, glaube ich, einfach nur hochgepusht. Den muss ich eigentlich mal gucken. Also ich würde ganz gerne, der Doppelschwertkampf ist ja auf jeden Fall nicht schlecht, aber da müssen wir sowieso starker Schwertkämpfer lernen. Deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal in Richtung Schwertkämpfer bauen, vielleicht noch ein bisschen Bogen mitnehmen, weil Bogen hat sich ja rentiert bisher. Diebestalente sind immer nicht schlecht zu haben, muss man einfach mal sagen, Taschendiebstahl etc. Falschen rausreden, so ein Zeug, Meisterdieb meucheln. Ja, und ansonsten Schmiedetalente, naja, schmieden werde ich nicht. Vielleicht noch ein bisschen Alchemie, weil Alchemie ist wirklich nicht schlecht. Wir können Heiltränke brauen, aber Tränke mit permanenter Wirkung sind halt das Shit. Dann können wir uns permanent unsere Stärke erhöhen. Und Klingenvergiften ist auch ziemlich geil. Wir werden jetzt erstmal noch zum Abschluss dieser Aufnahmesession mal eben schnell rüberwatschen. Und ganz entspannt beim guten alten Typ, dessen Namen ich vergessen habe, bei Bufford. Uns der Proviantmeister Deckard freut sich über die Tränke. Gut gemacht. Ich will gar nicht bei euch dabei sein, ihr blöden Penner. Egal. So, ich möchte, dass mich. Würdest du mich im Kampf unterrichten? So, dann hätte ich gerne erstmal ein Schwertmeister werden. Dazu bist du noch nicht bereit. Dir fehlen 78 Stärkepunkte. Ja, Heidewitzka. Okay, dann möchte ich erstmal. Ne, Schwertschild brauche ich dann erstmal nicht. Die spare ich mir einfach. Die spare ich mir wirklich einfach. Dann gib mir erstmal ein bisschen Stärke. Gut so. So, ungefähr. Nur weiter so. Ja. Einmal geht noch. Mhm. Ja, ist gut jetzt. So, ich habe dir jetzt genug Gold in den Rachen gepackt. So, ich habe jetzt 137 Stärke, glaube ich. Ja, das ist schon deutlich mehr. Mein Schaden wurde schon erhöht. Dafür habe ich natürlich auch nur weniger Gold. Aber das kann schon passieren. Was ist das eigentlich? Paladin. Das ist bestimmt auch jetzt nicht so schlecht. Regeneration. Also Stärke ist auf jeden Fall eines der Talente, die wir auf jeden Fall angehen werden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, wollen wir wieder hier aufhören, um Klischees bereit zu machen? Nein, wir watschen noch ein bisschen nach vorne. Nein, wir watschen mal hier hin. Und zwar waren wir hier hinten noch nicht. Und dafür birgt sich so die ein oder andere interessante Sache. Nicht nur in Wolfsfeld, sondern auch noch mehr. Nämlich dieses Häuschen. Ist das nicht schön, hier malerische Ausblick? Naja, eigentlich, ist er hier, der gute alte Schweinewirt, ist der interessante Punkt in dieser Stadt. Aber warum, sehen wir beim nächsten Mal. Spoiler-Alarm! Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Mörr, geil! Und ihr seid die Besten. Tschüss! Ich mag diese Wand. Sie ist so holzig und kalt.